So, mal schauen, was uns heute erwartet. In diesem Daily Run! Daily Run! The fuck? Was im Namen von Edward Norton ist es? Okay, wir haben einen Schlüssel. Es geht also gegen Mega Satan im Laufe dieses Runs. Und ich habe keine Ahnung, was für ein Item mich erwartet. Libra, you feel balanced. Do I? Ich habe keine Ahnung. Wieso, warum, weshalb, weswegen. Das wäre so peinlich, jetzt von den kleinen Dingern gekillt zu werden. Von den Dipshits. Münzen. Also wir spielen offensichtlich als Kane. Wir haben auf jeden Fall schon mal 6 Bomben und 7 Schlüssel. Shopping lohnt sich nicht, obwohl wir 10 Goldmünzen haben. Korrektur, wir haben 16. Ich glaube, wir schauen mal rein. Irgendetwas für 15 Münzen. Ich hoffe, es ist ein gutes Item. Fanny Pack filled with goodies. Ha. Huh. Das könnte so ein Money Run werden. Nice. Some Wealth of Chaos. Master of Lockpicking. Ja, ich glaube, ich werde Master of Lockpicking. Vielleicht hilft mir das ja noch weiter. Weiß sondern nicht in welcher Hinsicht. Aber ich lasse mich gerne überraschen. Oder eines Besseren belehren, falls ich komplett daneben liegen sollte. Oh. Kein Tinted Rock, aber ich glaube, ich mache die trotzdem mal auf. Die Bombe bekomme ich jedenfalls schon mal zurück. Das ist schon mal ein positives Dings. Ein Positivum. Sagt man das so? Ein Positivum? Wahrscheinlich nicht. Ich habe es mir gerade ausgedacht. Petrified poop, it feels lucky. I don't know. Does it? Ich würde mich glücklicher fühlen, wenn ich hier einen Secret Room finden würde. Aha! Noch mehr Geld. Langsam wird ein Muster erkennbar. Versus Steven. Gab es nicht einen Gitarristen irgendwie? Steven Vai? Steve Vai? Steven Vai? Wow. Nice. Und wir haben Little Steven, Psychic Friend. Unser kleiner Schotenfreund. Unser Schotenfreund. Arcade mit 6 Münzen. No, I don't think so. Nice. Das läuft aktuell richtig gut. Und das ganz ohne Geldprobleme. Glaube ich. The Emperor, challenge me. Well, will ich das? Okay, Curse of the Blind war nur bei der letzten Etage. Offenbar. Das gibt mir Doppeltes von irgendwas. Two of Clubs. Es gibt mir doppelte Bomben. Genau, das war das. Zwei Red Hearts, ein Soul Heart. Hoffentlich komme ich damit aus. Wenn nicht, wäre das... Wird das ein sehr, sehr kurzer und peinlicher Run.
Mal wieder Augen offen halten nach einem Secret. Ich kann es mal drauf anlegen. Nope. Wie sieht's hier mit aus? Nein. Zugegebenermaßen sollte ja schon Sinn ergeben. Irgendwie. Das hier sieht gut aus. Nope. Okay, lassen wir es bleiben. Oh. Not good. Das war der Treffer, den ich nicht kassieren wollte. Bob's Curse. Plus 5 Poison Bombs. Jetzt könnte ich es zumindest mal hier riskieren. Yep. Oh. Lohnt sich der Gang durch die Stacheln? Nicht so ganz. Ah, goddammit. Okay, machen wir es so. Jetzt kriege ich noch genug Items. Oh. Full Health. Na, klasse. Plündern war noch die Kiste da oben. Brauchbare Sachen. Little Horn. Jetzt nicht mein bevorzugter Gegner. Ich könnte zumindest diesen komischen grauen Ball ausweichen. Da muss ich den nicht irgendwie permanent versuchen kaputt zu schießen. Spare ich zumindest ein bisschen Zeit, was das angeht. Milk. HP Upgrade. Okay. Weiter. Komm, komm, komm. Weiter, weiter, weiter. Wir haben keine Zeit. Ich muss heute noch irgendwie fertig werden hier. Das überlegen, dass das Ding irgendwas explodiert. Ja. Was ganz harmlos. Wow. Rotes Feuer. Nicht der größte Fan von rotem Feuer. Da ist ein Tintedrock, ich sehe ihn. Alles noch rechtzeitig gesehen. Wahrgenommen. Eingesackt. Okay. Ich schätze, auch das kann man machen. Ja, ja. Lust. Nope. Geh weg. Hau ab. I do not want to touch your boobies. Vielleicht ein andern Mal. Das ist die Power Pill. Nett drüber gesprochen zu haben. Secret? Yes. Nicht besonders viel. Aber es reicht. Ah, oh, Human Centipede Gegner. Quasi. Wenn ihr nicht wisst, was Human Centipede ist, wahrscheinlich umso besser. Für alle Beteiligten.
Batterie. Jetzt nicht das, worauf ich jetzt primär Bock gehabt hätte. Kiste! Was ist das? Pinky Eye, Poison Shots. Ha. Jedenfalls etwas, worüber man reden kann. Full Health. Damit mir aber nichts bei den Soul Hearts. Das ist Gemini. Yay. Okay. Herzen. Boss. Habe ich schon alles? Nee, eigentlich nicht. Hätten wir noch was? Bossgegner? Dahinter könnte allerdings auch Greed stecken. Nope. Nicht Greed. Schade eigentlich. Oh. Und zumindest den Raum auch nochmal abklappern. Oh boy. Oh boy. Irgendwas ist gerade schief gegangen. Ah. Noch ein bisschen Geld. Vielleicht ist ja doch noch irgendwo ein Geheimnis. Ein geheimerer Raum. Ja. Das will ich nicht hoffen. Telepills. God damn it. Wären später hilfreich gewesen. Addicted. No. Full health. Na. Was ist das hier? Hämatemesis. Ich habe noch kein aktives Item, was ich verwenden kann. Wundert mich jetzt ein wenig. Noch nichts gedroppt in der Hinsicht. Okay. Rock'n'Roll. Es ist Piep. In einer verkleinerten Arena. Ich brech zusammen. Und tschüss. Lunch. HP Upgrade. Okay, kein Krampus. Ich glaube, das hier ist das Laser. Gimpy, Sweet Suffering. Irgendwas macht das. Ich habe keine Ahnung, was. Mein Attack ist für den Arsch, kann das sein? Immer noch. Die war vorher nicht besser, aber ich wollte es mal erwähnt haben. Ah, goddammit. Ah.
würde mir wünschen, ich würde aufhören, mich treffen zu lassen. Aha. Schlüssel. Noch einer. Also daran mangelt es mir diesmal nicht. Kann das sein? Schlüssel. Bomben. Der ganze Kram. Geld gibt's auch genug. Samson's Chain. The Old Ball and Chain. Da habe ich schon was ich hinter mir her schleppen kann und damit Sachen kaputt machen kann. Unter anderem, glaube ich, auch Steine. Ja. Und andere Hindernisse. Ah. Sollte es vermeiden, das Zeug kaputt zu machen. Aber ich kann nicht. Well. Das sah besser aus. Shop wäre noch ganz nützlich. Okay. Nehme ich. Soul Heart. Ah, ernsthaft. BFF. Das ist das, was ich haben will. Your friends rule. Ich glaube, da hinten räume ich aber noch auf. Aber wo wir schon mal dabei sind, ich glaube, hier ist... Ich glaube, hier könnte irgendwie das... Ach, Leute, hier ist das... Ja, geht doch. Danke. Danke. Eine Batterie, mit der ich nichts anfangen kann. Danke, Spiel. Du bist so großzügig. Nicht. Okay. Das war... Ich will jetzt nicht sagen unerwartet, aber... Ein bisschen mehr hatte ich mir jetzt doch irgendwie erhofft. Nicht so quasi ein Haufen Nichts. Vielleicht lohnt es sich ja. Gertie. Definitiv. Safety Pin, Evil, Range, Shot, Speed Up. Krampus! Altes Arschgesicht. Ah. Lump of Coal, natürlich. Mein Weihnachtsgeschenk. Sigh.
Okay, weiter. Abwärts. Curse of the Blind. Schön. Blinde Items. Oh. Oh. Das sind die Telepills. Ich könnte sie verwenden. Vielleicht gibt es hier den Error Room. Aber ich will erstmal hier den Item Room ausfindig machen, bevor ich die Telepills nehme. Penetrative Shot und Speed Up. Schade. Ich habe gedacht, jetzt irgendwie so hin und her slingen, aber irgendwie kriege ich das Ding nicht großartig bewegt. Double Shot, Buddy. Okay. Shop zu finden wäre noch angenehm. Allerdings sieht die monetäre Situation gerade ein wenig kritisch aus. Ein bisschen mehr Knete ran schaffen wäre durchaus geboten. Oh! Ghost Baby Spectral Buddy! Hat sich gelohnt! Oh, Evil Heart! Und The Hanged Man. May you find enlightenment. Vielleicht finde ich die Erleuchtung. Hier gibt es jedenfalls Bomben und Schlüssel. Nicht zwangsweise verkehrt. Man muss es als Teil eines großen Ganzen sehen. Zum Beispiel... Oh. Der Sloth. Hi, Sloth. Balls of Steel. Wichtig, ja. Da unten ist noch ein großer. Vielleicht gibt es da noch ein bisschen mehr Kohle. Wir riskieren es einfach. Wir machen jetzt einfach Dinge und hoffen, dass was passiert. Moment, da... So, Türen-Alignment wäre dann wahrscheinlich hier. Nein. Oder auch nicht. Oh, wait a minute. Aha. Alter. Die Größe kriege ich schnell klein. Ah! Heute muss ich noch nicht mal die Telepills für verwenden. Gut, dann schauen wir hier nochmal nach. Wait a minute. Was ist hier mit? Nope. Und da? Oh. Perks. Welche das auch immer sein mögen, aber es sind Perks.
Ganz beachtliche Range. Sehr beachtlich.